super cool. Ich hätte mir nie gedacht, dass man so viel gewonnen kriegt und es ist einfach genial. Ich habe mir nicht erwartet, dass ich so viel bekommen werde und in so einer guten Qualität. Ich bin ganz überrascht. Es ist auch voll cool, dass man da so viel gewandt kriegt und das gefällt mir voll, ja. Ich finde, es ist richtig geil. Also wir kriegen ja ziemlich viele Sachen. Und ja, auf das war ja auch nicht eingestellt und ja, es freut mich richtig, dass wir so viele Sachen kriegen. Wir haben gekriegt Jeanshosen, lange Hosen, zwei Paar Schuhe, Flipflops, alles Mögliche. Voll cool. Das Label zum Beispiel ist richtig geil und wir haben auch da Pullis dabei und so, also es freut mich richtig, ja. Ja, die Eindrücke waren natürlich wieder sehr, sehr gut. Wie gesagt, das sind die dritte Einkleidung heuer, die was wir abwickeln gemeinsam mit unserem Partner vom IOC. Und eine sehr, sehr große Freude ist das immer wieder, wenn man den Athleten in die Augen sieht. Die junge Generation von heute sind die Zukunftssportler von morgen. Ganz wichtig, dass die Jungen auch schon ein bisschen dieses Gefühl so kriegen in der Form, das ist unsere Zukunft im Sport drinnen, das sind die Vorbilder für unsere Kinder in der Zukunft drinnen und das ist schon super und die werden genauso unterstützt wie die Profisportler sind. Für uns ist es immer wieder ein Anliegen, auch mit den Jugendlichen zu starten. Man weiß immer wieder, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Aus diesem Grund haben wir auch hier wiederum einen Schwerpunkt gelegt, wo wir heute bei der Einkleidung versuchen, mit den wichtigsten Themen Essen und Trinken die jugendlichen Sportler zu versorgen. Ja, das gefällt mir voll, weil es an verschiedenen Arten sind und Jeans und so. Und man hat einfach alles bekommen. Das ist echt cool, ja. Das ist immer das Schönste, wenn man die leuchtenden Augen von den Jungen sieht, wenn sie ihre Ausrüstung ausfassen, werden sie sich, glaube ich, auch bewusst, was für ein besonderes Event es für sie sein wird. Yeah!